Come here now, girl. Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zum fucking 20. Türchen meines Adventskalenders. Es ist ja auch bald schon Weihnachten, Mann. Bald ist der Adventskalender auch vorbei. Auf jeden Fall, wir sind wieder beim Zufallsgenerator. Wir schauen einfach, was wir denn heute mal zocken werden. Und ich würde sagen, wir spielen mal wieder Rebo. Alles klar, Leute, ich freue mich drauf und bis gleich. Ich befinde mich gerade vor den Rebo-Schildern. Was ist das für ein Zufall, dass genau hier der Weihnachtself steht und der sagt mir, dass ich heute 5 Runden Rebo spielen soll. Ich denke mal, das kriege ich durch die Aufnahme jetzt easy hin und dann kriege ich wahrscheinlich 200 Coins oder so. Wow, ich freue mich auf jeden Fall. Los geht's. So Leute, da bin ich in der Runde Rebo. Ich glaube es ist ein 32er Rebo, genau, weil 16er ist gar nicht voll geworden irgendwie. 32er komischerweise schon. Mit dabei ist heute Bosshaft. Das ist natürlich Team Luck ist wieder unterwegs, Jungs. Muss man hier add gut Luck. Team Luck ist am Start mit Bosshaft. Wir rennen wohl in diese Richtung. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Das war, glaube ich, so ungefähr der beste Mate, den ich auftreiben konnte. Hat über eine 1er KD, hat ein paar Spiele gewonnen. Von daher dachte ich mir, besser als gar nichts. Von daher könnte das eigentlich einigermaßen gut laufen. Ich hoffe denn, dass es hier Bäume gibt. Ich bin gespannt, ob diese Runde was wird. Vielleicht werde ich auch wieder erbärmlich verkacken. Wir werden es sehen. Wahrscheinlich werde ich auch die Runde wieder ein bisschen cutten, denke ich, weil es einfach sonst ein bisschen zu lang wird. Ist auch nicht immer ganz spannend zuschauen, denke ich, wenn wir irgendwie in der Höhle rumgraben oder so. Alles klar, Jungs, ich habe Bäume gefunden, Alter. Heftiger Shit. Nice. Zum Glück gibt es hier Holz. Ich hatte gerade echt Angst, dass ich einfach eine neue Runde starten muss, weil sie echt überhaupt nichts gibt. Aber hier sind ja Bäume. Nicht so viel, aber das sollte reichen für uns. Direkt erstmal ein bisschen Holz holen. Ich denke, dann graben wir uns auch runter, um direkt auf Eisen oder so zu gehen. Nur noch 2 Teams. Alle anderen sind alleine. Also sprich, wir haben noch ein Gegnerteam. Und das andere sind alles so einzelne Lappen. Ich hole auch direkt erstmal hier einfach Stein, weil es hier gerade so wunderschön an der Oberfläche ist. Gehe Essen suchen. Das ist gut. Ist auf jeden Fall eine nice Teamaufteilung, finde ich. Wir machen beides so ein bisschen was. Wirklich viel Kohle gibt es jetzt hier leider nicht. Das ist ein bisschen schade. Komm mal mit. Ja, was denn? Wo willst du hin? Ja, kann man machen. Auf jeden Fall eine nice Höhle. Kann man sich auf jeden Fall geben. Ich glaube, wollte ich schon Eisen jetzt entdeckt. Nice. Der Border schrumpft nun. Okay, wir sind da gut 200 Blöcke vom Border weg. Das läuft auf jeden Fall. Pass auf, Junge, pass auf. Der ist schon voll Iron, ja heftig, Alter. Muss ich da mal ein bisschen aufholen. Mach mir direkt vielleicht mal eine Hose. Glaube ich echt mal kurz was zu trinken, ja. Ich glaube, ich drehe mich kurz um zu meinem Kühlschrank und wir sehen uns gleich. So Leute, da bin ich wieder. Ich setz mich wieder hin. Das ist immer das Tolle, wenn man hinter sich eine kleine Minibar hat, wo ein Energy drin ist. Ich brauche den gerade so hart, Alter. Ich habe gerade so hart Durst. Ah, Prost, Jungs.
Ich habe Schaden gehört. Da gräbt irgendwer. Ich höre, wer die Items aufsammelt. Gegner. Der war gerade so nah an mir dran, ne? Der war gerade so hart nah an mir dran. Das glaubst du gar nicht. Fuck, Alter, Jungs. Da ist der Border. Fuck, Alter. Ich habe einen Lava-Eimer. Ich habe safe einen Lava-Eimer. Ich kann ihn da pinplacen. Die Border ist da. Fuck, Alter. Wir müssen weg. Da kommt der Border näher. Wir müssen einfach weg, Alter. Fuck, Mann. Als ob es auf einmal so spannend wird. Als ob die uns jetzt einfach mal gefunden haben. Wir müssen hart von der Border weg, einigermaßen schnell. Die Runde dauert wahrscheinlich viel zu lange. Ich muss das Video so hart cutten, dass sich das überhaupt irgendeiner anschaut. Weil meine Videos eh scheiße sind und dann auch noch so lange scheiße, das hält ja keiner aus. Und von daher muss ich das ein bisschen schneiden, ne? Es sind ja auch nur noch, was sind... Ich hab Dias. Oh fuck, Alter, oh fuck. Nice, es gibt Schwerter. Es gibt... Yo. Okay, ich mache uns zwei Schwerter. Ich mache mir noch Schuhe, das ist eine gute Idee, danke. Und dann nach oben. Okay, nice. Jungs, wir haben Dias Schwert. Nice. Ich glaube, ich bin gleich oben. Ich glaube, das ist schon die Oberfläche, wo ich da grabe. Ja, direkt unter einer Truhe. Die haben sich da so eine Scheiße gebaut. Ja, jetzt kommt der Typ da draußen im Garten von Nachbarn mit einer Kettensäge oder so. Toll. Ja, als ob die sich jetzt das decken, Alter, was ist das denn? Ja, und dann Bowspam, genau. Habe ich einen Bogen überhaupt? Natürlich nicht. Junge, die Kettensäge ist gerade so laut, er will mich gerade verarschen, Junge. Was ist das? Als ob der Typ jetzt so laut da irgendwas macht, ey. Wetten, der Typ stompt mich jetzt. Jetzt wäre das so low von dir. Fuck, Alter. Ich bin gleich down. Ich bin gleich dein halbes Herz. Ich wurde getötet. Alles klar. Die Lappen haben wohl die Runde gewonnen. Ja, der hat bald noch drei Herzen. GG auf jeden Fall. Mir hat die Runde Spaß gemacht. Warum kann man hier nicht fliegen? Wusste ich gar nicht. Leute, ich hoffe natürlich, euch hat es auch mal wieder gefallen. Ich hoffe, das Video war nicht allzu lang. Ich versuche das einigermaßen gut zu cutten. Ja, spielt heute 5 Runden Rebo, dann gibt's ein paar Coins oder so von dem Typ da. Ich würde sagen, ihr habt den Buchstaben gefunden. Wir sehen uns gerne wieder morgen um 18 Uhr. Haut rein, Leute.
und ciao.